Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hofalte Mühle. Könnt ihr es schon hören? Es schiebt. Wir haben es euch nicht erzählt. Es ist eine Überraschung, aber wir hatten die Brüter an. Und was da so los ist, da wollen wir jetzt mal schauen gehen. So, hier warten auch schon Mama und Mattea. Und jetzt wollen wir mal reingucken, was da in den Brütern so los ist. So, na dann, lass uns mal einen öffnen. Oh, puh. Ein Dampf raus. Boah, eine riesen Horde Küken. Und die werden wir jetzt natürlich ein bisschen markieren und ins Kükenheim bringen. Ja, gebrütet haben wir westfälische Totleger in Gold und Silber. Und wie ihr wahrscheinlich unschwer an den großen gelben Küken erkennen könnt, Plymouth Rocks in Gelb. So, so sieht so ein Brüter aus nach dem Schlupf bei uns. Und wir haben noch eins, zwei angepickte und noch eins, zwei, drei, die noch vielleicht noch nicht so weit sind. Deshalb schnell den Brüter nochmal zu. Und Mattea, wie findest du das Küken? So, dann wollen wir mal an Brüter Nummer 2. Oh. Sina, starte Brüder Öffnung 2. Way, auch hier geht es schon, schon richtig ab. Die warten schon. Auch hier westfälische Totleger in beiden Farben und auch Plymouth Rocks in Gelb. Da muss man mal sagen, wie das genau heißt. Das sind eigentlich für einen Besteckkasten, dass man sich den trennen kann. Klar kann es passieren, dass die Küken hier rein geraten, aber es ist so dreimal besser, als wenn die Eier hier von links nach rechts rollen und die Küken wie wild zurück über alle Eier rüberkullern. Von daher benutzen wir die, um die Eier da zu halten, wo sie hingehört, irgendwie halbwegs. So, auch hier seht ihr, da sind noch ein paar drin. Hier ist eins schon fast rum. Da ist angepickt, da ist angepickt, da ist angepickt, da auch. Wir hoffen mal, dass da noch ein bisschen nachkommt. Und deshalb machen wir hier schnell wieder zu. So, jetzt zeigen wir euch mal noch, wie wir unsere Küken markieren. Und zwar haben wir hier kleine Kabelbinder in verschiedenen Farben und die machen wir vorsichtig um die kleinen Beinchen rum, ziehen die so fest, dass sie nicht mehr abrutschen können, aber schon noch auch natürlich nicht einwachsen. Dann wird das Überstehende einfach abgeschnitten. Ja, und dann geht's ans nächste Küken. Ich denke, das Prinzip ist ganz einfach. Einfach den Kabelbinder ums Beinchen. Einmal, einer hält fest, der andere zieht. Und einmal abknipsen. So, und jetzt geht's weiter unten im Kükenstall. Und jetzt jetzt hier direkt ab mit der ersten Zählung der Küken und natürlich auch ins warme, vorgeheizte Kükenheim. Wasser haben wir schon bereitgestellt und gleich gibt es natürlich auch die erste Ladung Futter für die Kleinen. Ja, gekackt wurde auch schon ordentlich. Auf den 10 Metern bis in unseren alten Keller.
Die gewöhnen sich jetzt erstmal an die neue Umgebung. So, das erste Mal Futter kommt jetzt natürlich auch. Einige von denen scheinen auch schon echt hungrig zu sein. Ja, 35 gesunde Küken, hoffentlich, das werden die nächsten Tage jetzt bringen, sind geschlüpft. Ein paar, habt ihr gesehen, sind noch im Brüter. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. In den nächsten Tagen kommt sicherlich nochmal ein Update-Video zu den ganzen kurzen. Jetzt wird sich hier erstmal A ausgeruht, B schon was gefressen und natürlich auch schon was getrunken. Denen geht's gut, da drin sind 20, 22, 24 Grad, je nachdem, wann der Lüfter zuschaltet. Ja, wenn euch unser kleines Kükenvideo gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, abonniert uns, klingt die Glocke, dass ihr solche kostenlosen Videos nicht mehr verpasst. Das ist immer eine Unterstützung für so einen kleinen Kanal. Vielen Dank vorab dafür und bis bald auf dem Hof Alte Mühle. Macht's gut!